Leute, willkommen auf meinen Kanal. Ja, ich habe diesmal eine Funko Pop Figur mitgebracht. Ich habe die schon etwas länger in meiner Sammlung, habt ihr vielleicht auch mein Sammlungsvideo gesehen. Es gibt hier ein Video mit einer kompletten Sammlung. Schaut einfach mal rein. Aber da sind hier alle verpackt und ich wollte den jetzt hier mal auspacken. War ein Wunsch von zwei YouTubern, unter anderem Dr. Faustus. Der hat einen sehr coolen Kanal. Schaut einfach mal rein. Ja, und dann wollte ich die jetzt hier mal auspacken und euch die näher im Detail zeigen, die Funko Pop Figuren. Das mache ich hier schon mal auf Wunsch. Ja, und so ist es jetzt auch hier. Das ist hier eine Exklusivfigur, beziehungsweise das ist nur hier dieser, das ist hier der Aufkleber da drauf. Ich weiß nicht, wie viel da exklusiv ist oder ob es nur der Aufkleber ist. Aber da könnt ihr mal gucken, es gibt hier so einen Sender, der heißt Silent Mike. Der macht sehr viel mit Funko Pop und da kommt auch jeden Sonntag so ein Video. Und da müsst ihr mal reingucken, der erklärt das, wie das mit den Aufklebern, wie sich das alles verhält. Ja, auf jeden Fall, Verpackung sieht wieder klasse aus. Das spiegelt zwar jetzt hier halt ein bisschen, hier habt ihr den Dalek nochmal drauf. Das Besondere ist halt, dass man hier diesen kleinen Typen da drin sieht. Bei den normalen Dalek ist das ja nicht so. Hier seht ihr nochmal von der Seite. Ist auch so, was ich cool finde, die Farben hier, dieses Gelb und Orange. Das hat irgendwie ist für mich das immer Retro. Deshalb habe ich auch meistens meinen Trailer, wie ihr seht, ist auch viel mit orangefarbenem Hintergrund. Ja, und hier hinten habt ihr dann die Sachen drauf, die es davon zu kaufen gibt, von Dr. Who. Kann ja mal ein bisschen näher rangehen. Hier oben seht ihr dann die verschiedenen Dr. Whos, die es gab. Hier unten auch noch. Und da ist dann halt der goldene, der normale Dalek, so viel ich weiß. Und der schwarze ist der exklusive. Hier habt ihr auch nochmal die TARDIS, die Telefonzelle, wo der immer mitreist. Ich habe die Serie auch angefangen zu gucken, aber ich habe die erste Staffel durch. Mal gucken, ob ich mir das weiter angucke. Ja, aber ihr wollt ja die Figur sehen, also packe ich die erstmal aus. Hier oben kann ich euch nochmal zeigen, den Karton, wen das interessiert. Da guckt dann halt dieses Teil raus. Ich bin mal gespannt beim Auspacken, weil das hier vorne sieht schon ein bisschen empfindlich aus. Das habe ich auch bei einigen Figuren gesehen, dass das ein bisschen verbogen war. Ich hoffe, das bricht jetzt nicht ab, wenn ich die hier aus der Verpackung raushole. Aber ihr wisst ja, die Packung kann man immer wieder zumachen. Da haben wir den jetzt hier in diesem Kunststoffcase. Und ich muss schon sagen, der ist schon ganz schön schwer für eine Funko Pop Figur. Und ja, den muss ich die Kamera mal ein bisschen weiter runter, weil der ist ja jetzt mit der Verpackung etwas kleiner. Und hier habt ihr ihn in der ganzen Pracht. Ich finde, das hat irgendwie nicht mehr viel mit Funko Pop zu tun, weil es hat ja nicht mehr diesen runden Kopf und diese Augen. Aber ich finde es geil, dass die auch so Sachen machen. Und ja, zeige ich dir mal von nähern. Hier seht ihr auf jeden Fall diesen Typen, der da drin sitzt. Finde ich sehr cool. Die sieht man ja meistens in der Serie sehr selten. Man sieht halt immer nur diesen Roboter. Jawohl, ich habe die in den ersten Staffel. Am Ende konnte ich die dann halt auch sehen. Und ihr seht auch, also ich finde das auch ein sehr cooles Modell. Auch hier diese Pfropfen, die da drauf sind, die sind in Hochglanz. Der Rest ist halt so im Matt gehalten. Ja, und hier ist dann halt dieses Teil, das so ein bisschen aussieht wie so ein, ja, von der Toilette, so ein Sauger auf jeden Fall. Da ist auch noch so ein Pinselhaar war da noch dran gewesen. Weil, wie gesagt, ich hatte die noch nie ausgepackt. Von mir war es nicht, wahrscheinlich vom Pinsel. Ja, die Dinger sind, glaube ich, auch handbemalt, so viel ich weiß. Hier seht ihr dann auch dieses Glänzende und hier oben seht ihr auch so ein bisschen, wenn man so ins Licht guckt, dass die Oberfläche so ein bisschen ja, nicht ganz glatt ist. Das ist wahrscheinlich vom Anschmergeln, damit auch der Kunststoff hält. Ja, da sieht man auf jeden Fall, dass das dann auch handgemacht ist und für den Preis, was diese Funkos kosten, ist das auch gerechtfertigt. Und hier sieht man natürlich auch mal hier, der Paint ist so ein bisschen daneben gegangen. Aber ich finde, das macht die Figur noch irgendwie ein bisschen sympathisch, dass nicht jede wirklich gleich ist, aus der Fabrik gestanzt. Aber die Details, auch hier diese Kanone hier vorne, gefällt mir sehr gut. Ja, die Kamera macht ein bisschen unscharf. Auf jeden Fall auch der Typ, der drin sitzt, ist natürlich der Hammer. Das war auch der Grund, wieso ich mir den gekauft habe. Weil ich mag diese Tentakelviecher eigentlich sehr gerne, bin ein Fan von, so wie der Gaso-Fan von Hain ist, finde ich jetzt auch Tentakelviecher sehr cool. Ja, auf jeden Fall sieht das recht gut aus. Ich kann dir mal von unten zeigen. Hier haben wir dann noch so eine Aufschrift und da steht auch 2009 jetzt drauf. Dann ist da noch so eine Nummer. Ich weiß jetzt nicht, was die zu bedeuten hat.
Und, ah, da oben steht 2015 ist der Funko und ich denke mal von 2009 ist vielleicht dieses Modell aus der Serie. Auf jeden Fall, wie gesagt, ein schweres Teil und ich glaube, ich werde den auch gar nicht mehr auspacken. Ich glaube, der kommt auf den Regal meiner Filmsammlung. Da macht er sich auf jeden Fall richtig gut. Hier oben ist auch noch sowas, hat so ein bisschen wie Plexi, keine Ahnung. Ja, es gibt ja jetzt nicht so viel Details, einzelne Sachen, die jetzt in anderen Farben dran gemalt sind. Es ist halt schwarz, eine Mischung zwischen Glanz und Matt. Viel mehr kann ich dir jetzt auch gar nicht zeigen. Ihr habt das Ding jetzt eigentlich in voller Pracht gesehen. Ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video und ich, wie gesagt, ich werde dann wahrscheinlich öfter mal wieder ein paar schöne Funko Pops Videos hier für euch machen. Ich sag dann mal, bis bald, ciao!